Hallo liebe Anime-Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Anime-Review. Nachdem die letzte Anime-Season, also die Spring-Season, die Frühlings-Season, einige Animes, die ziemlich gut sind, hervorgebracht hat, schauen wir uns einen davon heute mal an, nämlich den Anime 86. Und wie ich den so fand und ob ihr ihn euch anschauen solltet, das erfahrt ihr jetzt. In dem Anime 86 geht es um die Republik und das benachbarte Empire. Die stehen nämlich im Krieg und das Empire hat ja jahrelang die Republik mit Kampfrobotern, die unbemannt sind, angegriffen. Noch nach langer Zeit war es der Republik dann irgendwie möglich, diese Kampfroboter-Technologie nachzuahmen und nachzubauen. Somit konnten sie quasi gegen das Empire kämpfen und die Opferzahl noch irgendwie minimieren. Doch das ist eigentlich nur eine Geschichte, die der Gesellschaft der Republik vorgegaukelt wird. Denn in Wirklichkeit gibt es ein 86. District. In diesem Distrikt leben quasi die Menschen, die in diesen angeblich unbemannten Kampfrobotern kämpfen. Doch das Ganze wird von der Republik gesteuert und sogenannte Hauptleiter führen diese kleinen Gruppen, diese Armeen im 86. Distrikt an. Unter anderem dabei ist Lena eine dieser Personen, die sich aber irgendwie nicht damit wohlfühlt, dass quasi vorgegaukelt wird, dass das Ganze unbemannte Roboter sind und irgendwo dabei ja die zivilen, die Kriegsopfer nicht geringer werden, denn auch diese Menschen sterben in den Robotern. Doch das Leben dieser Menschen ist der Republik egal, wogegen Lena sich irgendwie versucht aufzubeugen. Das ist der Anfang einer Kriegsgeschichte und wie sie weitergeht, das erfahrt ihr natürlich im Anime selber. Für mich ist der Anime 86 ein moralisch-ethisches Chaos gewesen, denn er regt hier wirklich zum Nachdenken an, weil wir wissen nicht, vielleicht ist auch unsere Zukunft später mal die Zukunft der Drohnen, der Roboter, der Technologie und das versucht der Anime hier definitiv mal anzuregen. Denn hier geht es auch bei Lena, dem Charakter, um wirklich viele emotionale und moralische Barrieren oder Zwiespalte, wo es einfach darum geht, zu wissen, was für Entscheidungen trifft sie und als Leiterin oder als Anführerin dieses Trupps, der 86er, die 86er genannt werden in diesem Distrikt, die den Robotern kämpfen, ist für sie natürlich ein, ja, ich sag mal, ein Dilemma, wo sie wirklich sich überlegen muss, ist es das, was sie gerade entscheidet, ist es richtig oder ist es falsch? Sie lehnt sich zwar dagegen auf, doch ich finde, dass hier die Charakterentwicklung ungemein gut ist. Denn wir haben von Anfang bis Ende eine Entwicklung dieser Charaktere. Was das Schwierige aber dabei ist, ist, dass wir uns hier auf zwei Ebenen bewegen. Denn einmal haben wir das Schlachtfeld der 86er. Dort haben wir mit einem Chip im Ohr eine Kommunikation zur Hauptzentrale, zu der Anführerin Lena, die die ganze Zeit im Kontakt ist und vor allem auch während den Schlachten den ganzen 86ern, den ganzen Kampfrobotern, den Insassen, den Soldaten Hilfestellung leistet. Doch da haben wir einfach in dieser Charakterentwicklung von Anfang bis Ende eine ziemlich große Barriere. Denn irgendwo haben wir in den Folgen immer einen Schnitt. Wir haben einen Teil, der auf der einen Seite spielt, also auf dem Schlachtfeld, während den Kämpfen und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch noch die Perspektive, wo es Lena gibt, wo Lena sich die ganze Zeit darüber im Klaren ist, was sie da gerade tut, beziehungsweise eventuell nicht im Klaren ist, was sie da gerade tut und einfach in einem persönlichen Dilemma ist. Und in wenigen Folgen haben wir einen relativ schnellen Schnitt zwischen den Perspektiven. Den haben wir eigentlich nur in den wirklichen Schlachten und die, möchte ich anmerken, kommen in dem ganzen Anime auch ein wenig zu kurz. Das heißt, wir haben hier eine richtig coole Charakterentwicklung, auch viele Momente, wo man sich dann denkt, wow, okay, damit hat man jetzt irgendwie nicht gerechnet, das ist ein kleiner Twist in der Geschichte, beziehungsweise ein kleiner Wandel, auch von den Charakteren und das macht der Anime gut, aber wir haben halt wirklich die Barriere, die mich gestört hat, dass wir hier nicht auf einem Schlachtfeld stehen oder dass wir nicht auf einer Ebene sind, sondern hier die ganze Zeit hin und her switchen, weil die einen wirklich nur auf dem Schlachtfeld sind und Lena halt wirklich nur in der Republik, in ihrer, ja, ich sag mal, Hauptzentrale oder in ihrem Koordinationsraum. Deswegen ist hier einfach der Anime für mich ziemlich großes Potenzial. Auch gerade gegen Ende der Staffel möchte ich sagen, dass da nochmal viel Potenzial aufkommt für eine zweite Staffel, die im Herbst 2021, also in der Herbstseason, kommen soll. Also in guten 6 Monaten, beziehungsweise in 3 Monaten startet dann die zweite Staffel. Das heißt, da ist am Ende nochmal gutes Potenzial ausgeschöpft, also vorbereitet worden, was hoffentlich ausgeschöpft wird. Für mich ist der Anime aber insgesamt einen Blick wert und definitiv auch sehenswert. Schaut ihn euch an, wenn ihr einfach auch auf einer Ebene über so ein Anime nachdenken möchtet, denn irgendwo bietet der Anime, die ganze Serie auch ziemlich, ziemlich viele gute Reize. Für mich ist der Anime insgesamt 7 von 10 möglichen Punkten und ich hoffe, dass er sich mit der zweiten Staffel jetzt auch nochmal weiterentwickelt.
Achtet allerdings darauf, wie gesagt, es gibt diese Barriere, dass man wirklich hin und her switcht. Wir haben kein gutes Schnittmuster zwischen den Szenen, sondern wir haben eher einen Teil dort, einen Teil da. Und das Ganze lässt sich natürlich aufgrund dieser Barriere, dass sie einfach an zwei verschiedenen Orten sind und irgendwie miteinander trotzdem kommunizieren, relativ schlecht beheben. Deswegen von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Was sagt ihr? Habt ihr den Anime gesehen? Dann schreibt es mir definitiv in die Kommentare. Ansonsten schaut ihn euch gerne an. Auf Crunchyroll gibt es den Anime jetzt in kompletter Staffellänge. Also wir haben eine komplette Staffel schon fertig. Die Season ist beendet. Also lasst es mich wissen, wenn ihr ihn euch angeschaut habt. Ansonsten geht es jetzt hier zur nächsten Anime-Review oder hier oben zur nächsten Filmkritik. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video wieder und bis dahin weiter Animes schauen.